Was uns wirklich große Sorge macht, ist die Entwicklung, und das ist auch die große Unbekannte. Wie weit wird sich ein mutiertes Virus entwickeln? Die Zahlen in England und Irland sind besorgniserregend und der Anstieg in Niederlande, der damit zusammenhängt, eben auch. Weil das eine ist auf den Inseln, das andere ist auf dem Kontinentalbereich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich stärker ausbreitet, ist jedenfalls nach allen Erfahrungen, die man hat, nicht gering. Auch in Deutschland, auch in Bayern wurden die Fälle bislang nachgewiesen, wobei wir keinen ernsthaften Zwischenstand darüber haben, weil wir nur in Berlin bislang eine sogenannte Sequenzierungsstelle haben, die genau diesen speziellen, schnelleren und aggressivere Variante nachweisen kann. Was ist das Problem an der Mutation? Das Positive könnte sein, der Impfstoff wird wohl da auch wirken. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die damit verbunden ist. Das Negative eindeutig, aggressivere Virenverbreitung setzt sich in der Dominanz eines Virus durch. Hinzu kommt, dass er wohl, so sind die Aussagen der Experten, bis zu eine 70-fach schnellere Verbreitung hat. Das heißt, die natürlichen Aha-Regeln, die wir haben, mit dem entsprechenden Abstand, könnten deutlich zu wenig sein. Und insbesondere in den Ländern, die jetzt sehr stark betroffen sind, war dort Schule und Kita bei jungen Leuten ein echter Pandemiebeschleuniger. Insofern müssen wir das Ganze extrem ernst nehmen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.